Julius-Stern-Institut. Dieser Name steht für die Förderung des hochbegabten musikalischen Nachwuchses an der Universität der Künste Berlin. Mit dem Julius-Stern-Institut kriege ich Unterricht und Konzerte. Ja. Ich leite das Institut seit 2010 und ich mache das mit Begeisterung und mit viel Liebe. Im Jahre 1850 wurde das Institut als Stern'sches Konservatorium vom jüdischen Musikpädagogen Julius Stern gegründet. Oh, der Unterricht ist super. Er hat mich super, super viel weitergebracht. Sein Konzept, herausragende musikalische Begabungen von Kindern und Jugendlichen früh zu erkennen und zu fördern, hat sich bis heute bewährt. Das Julius Stern Institut existiert deswegen, weil Frühförderung in der Musik von entscheidender Bedeutung ist. Das Kind muss sich immer wohlfühlen bzw. immer Spaß haben, immer ein bisschen Gefühl des Erfolges auch finden in jeder Stunde, auch wenn es manchmal noch so schlecht war. Man muss irgendwie doch versuchen, dem Kind zu vermitteln, dass es auch ein Erfolg ist. Aber die Schule darf auch nicht zu kurz kommen, die Aktivitäten dürfen nicht zu kurz kommen. Also es ist ein Balanceakt. Derzeit erhalten etwa 70 musikbegeisterte Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 9 und 19 Jahren eine umfassende musikalische Ausbildung. Musikalische Ausbildung soll immer so breit wie möglich sein. Und ich versuche auch da mit meinen Studenten, sag ich mal, über den Tellerrand hinauszuschauen. Diese setzt sich zusammen aus intensivem Einzelunterricht im jeweiligen Hauptfachinstrument bei Professoren der Universität und den begleitenden Lehrveranstaltungen in Musiktheorie, Gehörbildung und Chorrepetition. Der große Vorteil eines so großen Institutes, was wir haben, Julius Stern, integriert in der UdK, ist natürlich der große Apparat. Es ist einfach alles da. Große Seele, fantastische Bedingungen einfach. Das Stern-Institut bietet einem viele Möglichkeiten. Man kann in Konzerten auftreten oder mit anderen zusammen in Kammermusik-Ensembles spielen oder auch im Orchester. Um auch den beruflichen Alltag eines Musikers näher kennenzulernen, spielen die Jungstudierenden regelmäßig in Konzerten in und außerhalb der Universität. Man muss eine gewisse Leidenschaft dafür haben. Und man muss es wirklich wollen. Und ansonsten muss man üben. Also ich denke, ohne Leidenschaft geht da nicht wirklich viel. Neben solistischen Auftritten spielt auch das gemeinsame Musizieren eine sehr große Rolle. Zusammen zu proben, aufeinander zu hören und auf ein gemeinsames musikalisches Ziel hinzuarbeiten. Die Frühförderung in der Musik ist deswegen unabdingbar, weil wenn man nicht anfängt mit 5, 6, 7 Jahren, in den meisten Fällen, hat man, wenn man wirklich hohe Ziele hat, keine Chance, diese zu erreichen. Und jeder kann ja dann auch selber entscheiden, ob er später den Berufsweg musikalisch einschlägt oder nicht. Es besteht ja keine Verpflichtung. Ich träume davon oder ich habe mir das Ziel gesetzt, mich an der UdK zu bewerben. Aufnahmeprüfungen, Musikstudium. Ja, ich habe eigentlich vor, noch Klavier zu studieren und weiter hier an der UdK wahrscheinlich. Es ist für mich maßgebend, dass die Kinder, die hochbegabten Kinder, letztendlich so begabt sind und so fortgeschritten sind, dass da eigentlich überhaupt keine Zweifel sind, dass sie aufgenommen werden. Jetzt macht es das besonders, weil das Julius Stern Institut nicht ein separates Institut ist, sondern integriert ist in die Gesamtheit der Musikhochschule, die wiederum in der UdK ist. Und dieselben Lehrkräfte, dieselben Lehrenden, es gibt keinen separaten Lehrkörper. Nein, die werden integriert in Hauptfachklassen. Zahlreiche Studierende des Julius-Stern-Instituts sind Preisträger bedeutender nationaler und internationaler Wettbewerbe und immer wieder erste Bundespreisträger bei Jugendmusiziert. Julius-Stern-Institut. Die Sterne von heute sind die Stars von morgen.